Über die Situation möchte ich sprechen mit unserem Meteorologen Alexander Hildebrandt bei mir. Hallo Nele. Diese Hochwasserwelle, vor allem am Rhein, wie lange wird die noch anhalten? Wie lange dauert es, bis sie abfließt? Also es wird einige Tage dauern, bis diese Hochwasserwelle weg ist. Aber tatsächlich am Oberrhein wird der Pegel, teilweise der höchste Pegel, schon heute erreicht. Und dann geht es mit dem Wasser ganz streng in Richtung Mittelrhein und später dann in Richtung Niederrhein. Teilweise sieht es in Bayern tatsächlich auch so aus, dass die Felder und teilweise die Straßen überschwemmt sind. Ich möchte hier aber mal ganz kurz auf den Oberrhein am Pegel Maxau eingehen. Also Sie sehen hier so ein Pegelhäuschen, das Sie dann manchmal auch am Ufer beim Spazierengehen sehen können. Das ist der Pegel Maxau in der Nähe von Karlsruhe. Und hier sehen Sie die ansteigende Hochwasserwelle. Am Donnerstag, also heute, wird diese Hochwasserwelle dann langsam schon den Peak erreichen und dann tatsächlich wieder absinken und dann deutlich nach unten gehen. Also das Schlimmste ist jetzt am Oberrhein schon vorbei. Hier ist es absehbar, dass die Welle wieder zurückgeht. Etwas weiter unten am Mittelrhein in Koblenz, hier sieht es derzeit so aus. Also das Rheinbecken ist randvoll. Hier die Hochwasserwelle erst in den nächsten Tagen ganz langsam zu erwarten. Aber es ist tatsächlich eher davon auszugehen, dass es glimpflich ablaufen wird. Natürlich überschwemmte Keller, die gehören aber, wenn man so nah am Fluss wohnt, auch wirklich dazu. Aber es kommt eben kaum noch etwas Regen nach. Und wie gesagt, diese Hochwasserwelle vom Oberrhein, die wird sich dann schon ganz langsam abschwächen. In Bayern selbst, weil Hochwasser eher Ländersache ist, da arbeitet man eher noch mit solchen Warnstufen, also Hochwassermeldestufen heißen sie dort. Stufe 1 ist, wenn die Aue so ein bisschen vollläuft, bei 2 werden dann schon einzelne Acker überflutet, 3 die Häuser und bei 4 ganze Siedlungen, also bei 3 eher so einzelne Häuser. Die Bebauung richtet sich ja gerade ganz stark in der Nähe von Gewässern nach diesen Hochwassermarken, also in der Nähe von diesen hochwassergefährdeten Gebieten darf man gar nicht bauen. In Passau sieht es eben heute so aus, typisches Beispiel für eine Hochwasserlage der Meldestufe 3. Also hier ist die Stadt, wo ja Inn, Ilz und Donau zusammenfließen, nicht überflutet, aber Sie sehen auch, dass die Flüsse randvoll sind. Und so sieht es fast in ganz Bayern entlang der Donau aus. Hier arbeitet man wiederum auf Bundesebene mit solchen Hochwasserstufen, sehr großes Hochwasser. Und genauso ein großes Hochwasser ist jetzt hier an der unteren Donau bei Passau eben gemeldet. Etwas weiter oben sieht es etwas besser aus, da immer noch ein mittleres Hochwasser. Und das wird dann an der Donau auch noch mindestens eine Woche dauern, bis die Hochwasserwelle dann tatsächlich abgeflossen ist. Begonnen hat das ja erstmal alles mit sehr viel Schnee, den wir hier lange gesehen haben. Dann kam das Tauwetter und der Regen und vor allem unsere Mittelgebirge. Die haben da ja doch schon einiges abbekommen. Wie sieht es in den nächsten Tagen aus? Ist noch mal mit Schnee zu rechnen vielleicht sogar? Es ist kaum noch mit Schnee zu rechnen. Also die Mittelgebirge hatten ja einen halben Meter Schnee, der jetzt wiederum dann das Hochwasser auch wirklich ausmacht. Teilweise hat es ja auch in den Alpen wirklich getaut. So, das ganze Wasser muss jetzt sozusagen den Berg runter in Richtung Donau und in Richtung Rhein. Aber schauen wir hier kurz auf die Vorschau. Am Freitag noch, also heute noch etwas Nieselregen. Auch am Samstag könnte es mal ab und zu noch nieseln. Aber das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das Tauwetter setzt sich in den Bergen aber weiter fort, weil hoher Luftdruck dann über Frankreich und auch über Norditalien liegen wird. Das hier ist die Karte für den Montag. Und Sie sehen hier, wie sehr milde Luft dann vom Atlantik in unsere Richtung kommt. Die Temperaturen gehen wirklich verbreitet in den zweistelligen Bereich. Ein kaltes Weihnachten rückt damit doch wieder ziemlich in weite Ferne, weil die Temperaturen gerade in der nächsten Woche doch dann relativ weit nach oben gehen werden. Wir hatten uns alle schon so gefreut. Alexander, danke schön. Bitte. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.